ihr alle ihr, die in euren Initiativen hier seid, die ihr als Privatmenschen hier seid, mit euren Vereinen, Verbänden, Gruppierungen. Sicher sind China und Russland autoritär regiert, während wir im freien Westen ja die Riesenauswahl haben in den USA zwischen der Democratic Party und den Republicans und hierzulande zwischen 5 Parteifarben, die vermischt eine grünlich-braune Soße ergeben. Nehmen wir den Paragraph 130, 5, Volksverhetzung im Strafgesetzbuch. Wer Kriegsverbrechen billigt, leugnet und gröblich verharmlost etc. Der wurde so aufgeweicht, dass nun jeder, der irgendetwas Kritisches und Alternatives zu dem Kriegsverlauf und der Kriegsherkunft sagt, theoretisch hinter Gittern landen könnte. Im Plenum des Bundestags, der 26 Minuten für diesen Tagesordnungspunkt bei Änderung des Strafgesetzbuches dieses Paragraphes hatte und das zu 22.30 Uhr nachgeschlafener Zeit, sagten dann die Grünen, das geschehe gegen die AfD, um rechtem Hass entgegenzutreten. Das ist der neue Spin. Früher wurde ich mal als Moskaus und sowjetischer KGB-Agent verdächtigt. Das hat mich 30 Jahre meines Lebens begleitet. Die letzten 10 Jahre werde ich von Grünen als rechtsaffin verdächtigt. Die Methode ist genau die gleiche. Ich war weder KGB-Agent, noch bin ich rechtsaffin. Aber es ist ein Totschlagsargument, um uns alle, die wir hier stehen, in diesen Paragraphen 130 reinzubringen. Und dagegen wehren wir uns. Weil es nötig ist, dem Medien-Mainstream ein Gegenzeichen zu setzen, weil hier in unseren herrschenden Medien in den 8 Jahren, in denen ukrainische Faschisten und Scharfschützen mit Splitterbomben, mit Scharfschützen und Mörsergranaten 13.000 russisch sprechende Frauen und Kinder und andere in den sogenannten Volksrepubliken im Donbass zerfetzt haben, kein einziges Bild, kein einziges Wort rübergekommen ist und dann überrascht getan wurde, als Putin dort dann reagiert hat. Diese Art von Medienberichterstattung braucht solche Demonstrationen als Gegengewicht. Wenn wir Entspannungspolitik wollen statt Konfrontationspolitik, weil wir Abrüstungspolitik wollen statt Aufrüstungspolitik und, ich sage das ganz offen, weil wir uns fragen, ob die NATO wirklich noch gut ist für Deutschland. Aber verherrlicht werden darf die Leugnung von Biowaffenlaboren in der Ukraine. Verherrlicht werden dürfen die Azov-Brigaden. Verherrlicht werden darf die Division Das Reich in der Ukraine. Der Enkel von Charles de Gaulle, Pierre de Gaulle, hat das kürzlich auf Weltnetz TV klar gesagt. Ich zitiere ihn: Die tausendfachen Mörder von Juden und Polen zu Nationalhelden und die Verherrlichung des Hitlergrußes sowie Slava Ukraini, das ist der Gruß der Faschisten, gehört unterbunden, bekommt aber die Türen frei aufgemacht. Das ist ein Skandal. Wir also schwere Waffen an die Ukraine gegen Russland. Ich finde, das ist angesichts der 27 Millionen Bürger der Sowjetunion, die wir Deutsche getötet haben, ein moralischer Skandal. Ich finde, kein Russe darf jemals mehr durch deutsche Waffen getötet werden.
Ich bin mit 17 mit Rudi Dutschke Arm in Arm auf der Bühne des Frankfurter Amerika-Hauses gewesen gegen den Vietnamkrieg. Ich habe gegen die NATO Atomraketen das Lied Das weiche Wasser geschrieben. Ich glaube, das ist eines der bekanntesten deutschsprachigen Lieder gegen die NATO und die Nachrüstung. Und ich war immer so kritisch auch gegenüber den Kriegsvorbereitungen durch ukrainische Nazis und Azov-Miliz. Die deutschen Waffenexporte widersprechen im Übrigen auch ganz eindeutig der Präambel unseres Grundgesetzes, die von allen und auch natürlich von der Bundesregierung ganz besonders verlangt, wir haben alle dem Frieden zu dienen und nicht dem Krieg und nicht den Amerikanern und nicht der Rüstungsindustrie. Und ich muss gestehen, bin positiv überrascht, dass hier so viele Leute da sind. Wäre natürlich schön, wenn jetzt so wie in den 80er Jahren 100.000 Leute hier wären. Aber ich hatte gerade ein sehr interessantes Gespräch mit dem Herrn Henkel, MDL von der AfD-Fraktion, der selber als Rundfunkrat gesagt hat, unsere Presse ist auf der falschen Seite. In den 80er Jahren waren so viele Leute auf den Straßen, weil die Presse auf der richtigen Seite war. Und jetzt ist die Presse auf Seiten der Kriegstreiber. Deutschland muss Friedensstifter sein und nicht Waffenschieber. Der Chef der hier in der Nachbarschaft tagenden Sicherheitskonferenz, Christoph Häuske, den ich persönlich gut kenne, von meinen Gesprächen im Kanzleramt, der hat gesagt, die Lieferung von Kampfpanzern sei eine moralische Verpflichtung Deutschlands. Wirklich. Nein, Herr Häuschen, das ist keine moralische Verpflichtung. Unsere moralische Verpflichtung ist, dem Frieden zu dienen und nicht Panzer nach der Ukraine zu schicken. Es ist schon eine große Gemeinschaft und Teil der Bevölkerung, die verstehen, dass hier offensichtlich einiges schiefläuft. Ja. Und ich glaube, gerade die Kontroverse um Seymour Hersh vor wenigen Tagen mit dem Bericht über Nord Stream 2, das hat viele Leute noch mal ganz schön angeschubst, so nach dem Motto, also hier ist doch ganz klar, die Regierung arbeitet gegen das eigene Volk, offensichtlicher kann es gar nicht mehr werden. Dein Starbucks, ja, und dein Amazon zahlen nicht Steuern, zahlen keinen echten Lohn. Dein Fracking Gas, die CIA, kommt zu teuer uns und hol uns weh. Amigo, Amigo, Amigo. Von Rammstein bis Rom singen wir Amigo. Statt Raketen wir füllt mit Atom. Wollen wir Frieden drum, Amigo. Amigo, Amigo, Amigo. Von Rammstein bis Rom singen wir Amigo. Und nochmal. Amigo, Amigo, Amigo. Von Rammstein bis Rom singen wir Amigo. Mit Ali war für uns der Größte, sagte damals zu dir, besser gehst du. Mit deinen GIs, where you come from, statt Raketen, wir füllt mit Atom. Wollen wir Frieden drum, Amigo, 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 Amigo. Von Rammstein bis Rom singen wir Amigo. Und nochmal.